ist natürlich schon, dass Borussia Dortmund extreme Qualität hat, natürlich, wenn sie Geschwindigkeit ins Spiel bringen können, wenn sie ihre technischen Fähigkeiten im Zentrum einsetzen können, dass das natürlich, ja, dass man sie nie im Endeffekt aus der Kontrolle rauslassen darf, weil dann sind sie nämlich richtig stark und das muss natürlich auch unser Ansatz sein, dass wir im Spiel gute Abstände haben, dass wir auch, sagen wir mal, ihre Angriffe auch aufhalten können, indem wir gut verteidigen, gut verschieben, gut dann aber auch zum Ball verteidigen und Bälle gewinnen. Und ich denke, dass das, was uns auch stark gemacht hat, dass das auch morgen ein Thema sein kann mit den Zuschauern zusammen. Ich denke, jeder Einzelne, der morgen auf dem Platz stehen wird, der hat richtig Lust darauf, das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, dass wir da jetzt auch die vergangenen Spiele natürlich auch mit reinnehmen können. Es macht einfach mehr Spaß, wenn du erfolgreich bist, wie wenn du nicht erfolgreich bist. Und das sollten die Spieler, denke ich, auch beibehalten. Und da ist morgen eine große Möglichkeit, ins Pokal-Halbfinale einzuziehen. Und ich glaube, ja, zwei Spiele, dann bist du in Berlin, wenn du es erfolgreich gestaltest. Und muss ich da noch irgendwie eine Motivationsrede halten? Ich denke nicht. Wenn man Pokalviertelfinale ist, dann ist der Weg nicht mehr weit. Das stimmt, das sind Fakten. Und morgen ist die Möglichkeit da, den nächsten Schritt zu machen. Wir waren im Achtelfinale auch schon mal vielleicht kurz draußen, ja, dann wieder drin. Und das ist Pokal. Pokal gibt es nur eins, weiterkommen. Ja, da können wir nicht sagen, irgendein Ergebnis zählt, sondern da zählt nur, dass du letztendlich die Arme hochreißt nach dem Spiel und die Runde weiter bist.